Wer Architektur studiert, kann vielleicht bestätigen, dass es zu den ersten Lektionen von angehenden Architektinnen und Architekten gehört, Korridore zu vermeiden. Das ist jedenfalls eine wichtige Botschaft in sehr vielen Schulen. Gute Architektur heißt Architektur unter Verhinderung des Korridors. Mich hat eben diese Form von Unarchitektur von Anfang an fasziniert und man stößt dann auch sehr, sehr schnell auf die Tatsache, dass der erste mythische Architekt Daidalos war, der ein korridorträchtiges Gebäude namens Labyrinth konzipiert haben könnte. Also wir sehen an der Figur des Korridors einerseits eine Abgrenzung der Architektenschaft, auf der anderen Seite steht der Korridor am Anfang des Mythos des Architekten. Der Korridor wurde im 20. Jahrhundert sehr stark diskreditiert. Er wurde insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg sehr stark zu einer Metapher. Man muss in Deutschland vielleicht den polnischen Korridor in diesem Zusammenhang erwähnen. Wer heute den Begriff Korridor oder Korridor eintippt in Suchmaschinen, der wird kaum noch Architektur finden, sondern er findet nur noch Metaphern. Die Rede, man findet sehr viel mehr Peace Corridors und Geopolitical Corridors. Mich hat eben diese Karriere des Begriffs Korridors fasziniert und mich hat diese Figur der Unarchitektur interessiert, die aber dennoch so erfolgreich ist. Auch heute, obwohl kein Architekt Korridore bauen will, findet man in fast jedem Gebäude Korridore, weil man sie schlicht und einfach benötigt, um aus einem Gebäude zu fliehen. Ich habe im Rahmen eines anderen Projektes Rem Koolhaas vor einigen Jahren kennengelernt und er wurde Zeuge der letzten Arbeitsphase an meinem Buch Geschichte des Korridors. Und er hat mich dann im Vorfeld der Biennale eingeladen, das mit allen anderen Elementen der Architektur zu tun, was ich mit dem Korridor gemacht habe. Das heißt, man nimmt ein Element der Architektur, sei es die Tür, sei es das Fenster, sei es diese Fassade, und man betrachtet die komplette architektonische Produktion, die wir weltweit kennen, durch alle Zeiten, und versucht, nur dieses Element zu identifizieren und eine Geschichte der Architektur eben aus einem sehr spezifischen Blickwinkel zu erarbeiten. Um auf Ihre Frage nach dem zurückzukommen, was mich am meisten überrascht hat. Mich hat im Vorfeld am meisten überrascht, dass so wenige unserer Elemente erforscht sind. Wir wissen sehr viel über, ich würde sagen, teilweise sehr irrelevante Dinge im Bereich der Architekturtheorie, aber noch niemand hat eine Kulturgeschichte des Fußbodens geschrieben. Noch niemand hat eine Kulturgeschichte des Daches geschrieben. Es gibt einige Versuche von Friedrich Ostendorf und anderen, Geschichten ganz bestimmter Dächer in ganz bestimmten Regionen zu schreiben. Aber niemand hat das gemacht, was ich mit dem Korridor gemacht habe. Mich hat, um auf Ihre Frage zurückzukommen, vor allem erstaunt, wie wenig erforscht wurde. Ich hoffe sehr, dass diese Ausstellung Elemente der Architektur, an der wir die letzten zwei Jahre gearbeitet haben, eine Art Initialzündung sein könnte für künftige Forschungen. Auch wenn wir mit sehr vielen Menschen über einen sehr langen Zeitraum an dieser Ausstellung gearbeitet haben, würde ich kaum behaupten wollen, dass wir gründlich in jedem Bereich waren. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, sehr viel zu erforschen. Und ich hoffe sehr, dass diese Ausstellung eine Initialzündung in diese Richtung sein kann.